Der Bereichsjugendleistungsbewerb der Feuerwehrjugend des Bezirkes Bruckmützzuschlag fand am Wochenende im Sportzentrum Kriegach statt. Die Floriani-Jünger der Zukunft mussten ihr Können unter Beweis stellen und das war nicht einfach. Wir haben in dem Bereichsjugendleistungsbewerb der Feuerwehrjugend hier in Kriegach im Sportareal. Und wir als Freiwillige Feuerwehr Fresitz sind die Veranstalter und zuständig für die Ausrichtung des heutigen Bewerbes. Und wir haben eine Rekordzahl an Teilnehmern, das sind 200 Durchgänge angemeldet. Und ich glaube, das ist schon sehr schön, wenn man merkt, es wird angenommen von der Jugend. Und ich glaube, es ist ein toller Bewerb. Und gerade jetzt nach der Pandemie ist wieder jeder lustig drauf, Bewerbe zu machen und daran teilzunehmen. Der Tätigkeitsbereich der Feuerwehr ist sehr umfangreich und erfordert daher eine fundierte Ausbildung und jede Menge freiwilliger Helfer. Und daher auch junge Leute zu motivieren, ist eine wichtige Aufgabe. Ja, Jugend ist ganz wichtig bei der Feuerwehr. Es ist auch eine Top-Ausbildung in der Jugend, in der Feuerwehr möglich. Also wenn die Jugend fertig ausgebildet ist, bis hin zum Wissenstest und was sie Abzeichen und Leistungsabzeichen machen, sind sie fast perfekt ausgebildete Feuerwehrmänner. Und wenn sie dann in Aktivstand treten, dann können sie mitarbeiten und das fällt nicht mehr auf. Da braucht man nicht, weiß gar nicht, was für Schulungen mehr. Das sind wirklich perfekt ausgebildet. Und ich glaube, man muss bauen auf die Jugend. Und gerade auch bei uns ist sehr stark angenommen. Wir haben sehr viel Jugend bei der Feuerwehr in Fresnitz. Und das ist auch die Basis, wie gesagt, dass man auch eine starke Mannschaft hat. Es sind ja Mädchen und Buben in einer Mannschaft. Welche Aufgaben müssen sie lösen? Es gibt das Bewerbsspiel, das ist von den 10- bis 12-Jährigen. Da wird alles ein bisschen mit Leichtigkeit gemacht und die brauchen nur Kleinigkeiten machen. Und der grundsätzliche Jugendbewerb von 12 bis 15 Jahre, die müssen noch von weglaufen, über Hürde springen, über den Wassergraben springen, durch den Tunnel rennen, Schlauchleitung mitlegen, dann bis hin zum Spritzen an der Spritzwand, da müssen sie mit dem Wasser reintreffen und dann noch Knoten machen und Geräte erkennen. Und das ist so ein Bewerbsziel. Und dann noch den Staffellauf. Bruck Oberrecht, Mittelstaff. Wir sind heute nein, normalerweise waren wir ein paar mehr. Aber leider wegen Corona ein bisschen ausgefallen. Wie läuft's bis jetzt? Ja, geht. Ich habe zwar keine Fehler gemacht, aber zusammen haben wir ein paar Fehler gemacht. Anna, du bist gern bei der Feuerwehr? Ja. Warum? Weil es mir Spaß macht und ich möchte andere Menschen helfen. Wie ist es euch gegangen? Ja, eigentlich eh gut. Einen Knoten haben wir falsch gemacht, aber das geht schon. Und das wird nächstes Mal. Habt ihr das gesehen eigentlich? Ja, voll gut. Ja, gut. Hat alles gut gepasst. Hat alles gut gepasst, ja. Und die Feuerwehr für euch eine ganz große Sache? Ja. Ja, ja. Sicher. Ja. Wie seid ihr dazu gekommen eigentlich zur Feuerwehr? Wie kommt denn zur Feuerwehr zu sein? Ja, meine Freund und das taugt mir halt, wenn anderen helfen. Die Aufgaben der Feuerwehr, nur einen Brand zu löschen, das ist längst Vergangenheit. Die Aufgaben wurden wesentlich erweitert. Ich glaube, es ist das Um und Auf und man lässt sich eigentlich tagtäglich in die Medien, wie die Einsatzorganisationen gefordert sind und insbesondere die Feuerwehren. Und da sind wir schon dankbar, wenn dann so Jugendwettbewerbe stattfinden, wo man die Jugend begeistern kann für die Feuerwehr. Das Kriegacher Sportzentrum ist ja für eine solche Veranstaltung bestens geeignet.
Ja, es ist schon eine super Infrastruktur und ich höre es halt für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und auch für die Besucherinnen und Besucher, weil man das wirklich da genießen kann, dass man optimale Voraussetzungen hat für den Bewerb und für die Zuschauer ist einfach die Tribünenplätze optimal, dass man wirklich mitten im Geschehen ist. Ja, es läuft ganz gut. Wir erwarten heute 200 Durchgänge, das heißt rund oder mehr wie 500 Jugendliche auf der Bewerbsbahn, 147 Durchgänge beim Bewerbsspiel, also bei unseren kleinsten, und 53 Durchgänge beim Leistungsbewerb. Es läuft auf Hochtouren und wir erwarten, dass wir pünktlich um 17 Uhr die Schlusskundgebung durchführen können. Das Programm, das die Jugendlichen hier absolvieren müssen, ist ja nicht ohne. Ist sehr umfangreich, ja, weil es trotzdem in Silber zum Beispiel 9 Positionen gibt. Das heißt, es muss jeder Jugendliche diese 9 Positionen beherrschen, sage ich mal, weil es umwirkt vorher. Und ich glaube, das ist eine große Aufgabe, aber wie man heute sieht, ist in den Feuerwehren perfekte Arbeit geleistet worden. Auch Kindberg bildet Feuerwehrjugend aus. Ja, du, wir haben jetzt einen Höchststand von 25 Kindern bei uns in Kindberg. Das ist eine schöne Arbeit. Macht eine Freude, wenn so viele da sind, da kann man schon ein bisschen was angehen. Bis heute die Vorbereitung für einen Landesbewerb. Es war nicht ganz so viel Zeit zum Trainieren, aber das wird schon werden, hätte ich gesagt. Es ist eine Freude zuzuschauen, mit welchem Eifer die Jungfeuerwehrmänner und Mädchen bei der Sache sind und all die Prüfungen zu meistern versuchen. Ein großartiges Fest zu einem noch größeren Anlass waren viele ins Volkshaus Langenwand gekommen, um dabei sein zu können, wenn Clara Miesebner, Harmonika-Juniorenweltmeisterin, mit ihren beiden Brüdern Bruno und Felix die Bühne betreten. Zuvor aber noch die Langenwanger Blues als Stimmungsmacher, bevor Moderator Daniel Düsenfritz das Miesebner Trio auf die Bühne bitten wird. Den Bruno, den Felix und die Clara. Hier ist das Miesebner Trio. Schönen Abend wieder. Bürgermeister Hofbauer konnte nicht nur Gäste aus nah und fern begrüßen, sondern überraschte zum gegebenen Anlass mit einem außergewöhnlichen Geschenk. Zu dieser wirklich super Auszeichnung herzlich gratulieren, alles, alles Gute wünschen und kann nur sagen, ganz Langenwang ist stolz auf dich. Langenwang ist ja weit über die Grenzen durch die Musik bekannt. Richtig. Du hast gesagt, die Bredulla-Burm, dann das Edler-Trio, zwischen den ein paar andere Musikkapellen noch. Aber jetzt haben wir einen Höhepunkt mit dem Miesebner-Trio und die Weltmeisterin, unsere Clara. Zusammenfassend kann man sagen, ganz Langenwang ist stolz auf unsere Clara. Magister Ludwig Gruber, ehemaliger Musikschuldirektor, gilt als Entdecker von Clara. Er hat ihr musikalisches Talent sofort erkannt und betreut das Miesebner Trio und es gibt eine neue CD. Ja, wir freuen uns besonders. Nein, das ist eigentlich schon die zweite CD. Und ja, für uns ist die erste CD, die ist rausgekommen und aus Corona-Gründen haben wir dann nicht eine große Veranstaltung machen können, sondern die ist einfach im Verkauf gegangen. Und jetzt freut es uns besonders, dass wir erstmalig eine Veranstaltung hier im Volkshaus in Langenwang, Heimatort des Miesebner Trios, machen. Und da machen wir eben jetzt eine große CD-Präsentation mit der neuen, nagelneuen CD mit dem Titel Macht Spaß. Eine große Freude, was natürlich jetzt wunderbar zu unserer Veranstaltung passt, ist das, wir können eine Weltmeisterin auf der Steirischen Harmonika präsentieren, und zwar die Clara hat Ende Mai in Slowenien bei der Weltmeisterschaft für Harmonikas eben gewonnen
mit der höchsten Punkteanzahl überhaupt. Und ja, da sind wir alle stolz, dass wir das heute gleich mitmachen können. Und wir hören auch heute zwei von ihren Weltmeisterstücken, die wo sie dort gespielt hat, damit sie gewonnen hat. Also der musikalische Boden ist ja da. Wir haben ja schon in der Vergangenheit, also die Bretuller Burm hat ja da den Grundstein auch schon gelegt und die Klara kommt ja aus dem gleichen Chrom, sage ich mal. Mit ihren Brüdern ist sie ja höchst erfolgreich und natürlich, dass sie jetzt dann auch den Junioren-Weltmeistertitel da nach Österreich, nach Langenwang holen hat können, da sind wir als Gemeinde natürlich mit sehr stolz auf diese junge Truppe und besonders auf die Klara. Und wie ist das Gefühl für die beiden Brüder, mit einer Weltmeisterin auf der Bühne zu stehen? Ja, es ist ein super Gefühl. Ist nicht ganz leicht für uns. Und die Klara ist die immer noch schneller, später noch schneller, dann ist es für uns natürlich schwerer. Aber ja, ich kann nicht viel mehr anders sagen. Es ist ein Wahnsinn und es freut uns riesig, dass die Klara den Erfolg da errungen hat. Und wir haben es so gut es geht bei dem unterstützt und Arm gehalten. Und da werden wir natürlich schauen, dass die Klara dann bei den Erwachsenen das nächste Mal auch gut abschneidet. Hast schon gehört, in Bruck gibt es etwas Neues. Ja, hat sich sehr schnell herumgesprochen. Und zwar einen Kontrollpunkt für Smartphones. Smartphones werden sehr häufig zur Navigation herangezogen. Vor allem für Positionsbestimmungen. Und wie genau, das können Sie hier ganz einfach überprüfen. Es geht um die Einrichtung eines Kontrollpunktes in der Stadtgemeinde Bruck an der Mur. Diese Kontrollpunkte sollen in der Bevölkerung einfach Bewusstsein schaffen, wie genau heute Smartphones die Position bestimmen können und wie viel die Abweichung tatsächlich von exakt berechneten Größen ist, damit man ein Bewusstsein dafür bekommt, na, was sagen diese Werte überhaupt aus, wie genau sind sie wirklich. Und besonders wichtig ist es, dass es auf Plätzen sind, wo Publikum kommt, wo Leute in Bewegung sind und diese Sachen dann sehen und sie einfach ausprobieren. Was bedeutet zentimetergenaue Positionsbestimmung? Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen betreibt den Satellitenpositionierungsdienst APOS zusammen mit rund 60.000 genau bestimmten Vermessungspunkten in ganz Österreich, die die Grundlage für die Grundstücks- und Ingenieurvermessung bildet. Bei APOS werden eine wesentlich größere Anzahl von Satelliten genutzt als bei GPS. Auch Bodenstationen des BEV werden mit einbezogen. Nun, wie geht man vor? Also es ist relativ einfach aufgebaut. Man nimmt einfach sein Handy, scannt diesen QR-Code, kommt dann auf die entsprechende Website und legt sein Handy hin und dann sieht man eben, wie genau oder ungenau ist sein Handy. Eine genaue Beschreibung sowie Information über das System sowie Vorgangsweise in verschiedenen Sprachen befindet sich vor Ort. Jedenfalls eine grandiose Serviceleistung der Stadt Bruck und zwar punktgenau zur Urlaubszeit. Es ist schon eine große Herausforderung und es erfordert ein weltweites Umdenken. 1886 meldete Carl Benz sein Fahrzeug mit Gasmotorantrieb zum Patent an. 2030 rechnet man mit ca. 1,6 Milliarden Fahrzeugen weltweit. Daher ist es notwendig, Verkehrsstrukturen vor allem in den Ballungszentren zu reformieren, um in erster Linie die Umwelt zu schonen, andererseits umweltfreundlichen Fortbewegungsmittel wie das Fahrrad genügend Raum zu schaffen. Platz für alle, Mobilität mit Zukunft war das Thema im Stadtmuseum Bruck an der Mur bei der Podiumsdiskussion. Heute geht es ums Thema Mobilität der Zukunft.
Es geht darum, wie wir uns zukünftig fortbewegen werden, weil das Auto in der herkömmlichen Form wird sich nicht mehr ausgehen. Warum wird das so sein? Naja, warum? Klimawandel, Erdgas- und Erdölkrise, Teuerung. Also wir werden uns das einfallen lassen müssen. Und in welche Richtung soll das gehen? Naja, mehr öffentlicher Verkehr, mehr Fahrräder, größerer Platz für diese Verkehrsteilnehmer, Fußgänger, Radfahrer. Ja, und vielleicht fällt uns ja noch was Neues ein. Es ist ganz sicher notwendig, Impulse zu schaffen, die Bevölkerung einzuladen, Ideen, wie man vor allem die Stadt, und hier ging es auch um Bruck an der Mur, weniger Auto, mehr Fahrrad und Fußgänger, also mehr Platz für alle zu schaffen. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wie viel Platz geben wir welcher Mobilitätsart in der Stadt? Die Frage ist, geben wir Fußgängern im Vergleich zu den Autofahrern mehr Platz und können wir dadurch mehr Fußgänger in die Stadt locken? Interessant ist aber, wir von der Klima- und Energiemodellregion Stadtlandsee haben ja vor kurzem eine Mobilitätsumfrage gemacht in 42 Standorten in der Region. Und speziell für die Innenstadt von Bruck an der Mur haben wir festgestellt, dass 45% der Menschen schon zu Fuß oder mit dem Rad kommen. Schon heute. Also das ist eine ganz beliebte Art, sich in der Stadt zu bewegen, weil Bruck ja doch eher kompakt ist im Vergleich zur Nachbarstadt. Und mir ist wichtig, diesen Menschen genügend Platz zu geben, um sich in der Stadt zu bewegen und das auch wertzuschätzen. Ich höre ja oft, wenn wir Parkplätze reduzieren, dann stirbt die Innenstadt. Das ist ja oft so die Drohung, die man wahrnimmt. Und mir ist wichtig zu betonen, unsere Innenstadt lebt von Menschen und nicht von Autos. Und Menschen kommen auch ohne Auto in die Innenstadt. Und das ist eine Frage dann auch, wie man die Stadt gestaltet. Mir ist auch wichtig, dass man immer das Verkehrsmittel einsetzt, das seinen Zweck erfüllt. Und das ist oft auch das Auto, natürlich, wenn man etwas transportiert oder wenn man sehr schnell von A nach B muss oder verschiedene Termine aneinander gereiht hat, dann zugegeben ist das Fahrrad, ist der Zug mühsam. Ja, Gott sei Dank ist ja nicht jeder Tag so. Also heute stellen wir die Nutzerin, den Nutzenden ins Zentrum. Das heißt, wir schauen uns an, wie viele Bedarfe es an die Mobilität gibt und wie wir nachhaltige Mobilität zur komfortablen Wahl machen können, welche Konzepte es hier schon gibt und wie wir Städte und Regionen in Zukunft gestalten können, um Mobilität, also diese nachhaltige Mobilität zur ersten Wahl zu machen. Also ich denke, das geht an jeden, jede Einzelne, aber auch ein Aufruf natürlich an die Politik hier, das mit zu berücksichtigen, die Bedarfe mit zu berücksichtigen, die Vielfalt in der Bevölkerung zu berücksichtigen, in der Planung und in den zukünftigen Maßnahmen. Wir haben vom VCÖ Mobilität mit Zukunft sehr viele Publikationen, Factsheets, wo wir auch aufzeigen, was es schon alles gibt, wie es derzeit ausschaut, wie es in Zukunft ausschauen könnte. Und auch jetzt im September werden wir wieder beim VCÖ Mobilitätspreis Vorzeigeprojekte aus ganz Österreich und darüber hinaus auszeichnen, die zeigen, wie es schon geht, was ist schon Best Practice, was könnte man auch in anderen Städten und Regionen umsetzen. Es wird noch mehrere solcher Podiumsdiskussionen geben müssen, um das gewünschte Ziel Platz für alle, Mobilität mit Zukunft zu erreichen. Es ist schon kurios, wenn man das so sieht. Der Ursprung des Stocksport ist das Eisstockschießen und geht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Um auch im Sommer und womöglich in der Halle den Stocksport betreiben zu können, wurde die Technik der Stöcke entsprechend angepasst. Am Sonntag, den 12. Juni, wurde die dritte österreichische Meisterschaft, weibliche Jugend U19, Mannschaftsspiel Stocksport, auf der Asphaltanlage Kriegach ausgetragen. Wir haben heute da die U19 Staatsliga der Damen. Das ist der Mannschaftssport in Stocksport. Es sind von ganz Österreich Mannschaften da, Tirol, Salzburg und so weiter. Ja. Die spielen sich heute den Staatsmeistertitel da bei uns ihrer Anlage aus. Auch Silvia Tschiltsch, Präsidentin vom Bund österreichischer Eis- und Stocksportler, war nach Kriegach gekommen. Heute haben wir die österreichische Meisterschaft der U19, der Damen.
Das heißt, da können auch 10-Jährige dabei sein, sind auch, was ich gehört habe. Und ja, die schießen sich jetzt den österreichischen Meistertitel aus. Und wie sieht's aus? Es schaut gut aus für die Tiroler, es schaut gut aus für die Auswahl der Steirer. Und es ist jetzt das letzte Spiel, also werden wir sehen, wer die Nase dann vorn hat. Nun drängt sich die Frage auf, weil nebenan die Feuerwehrjugend einen Bewerb bestreitet. Wie geht es eigentlich dem Stocksport in Österreich? Wenn Sie mich in meiner Funktion fragen, bin ich der Meinung, es geht dem Stocksport sehr gut. Ich weiß, es gibt auch es gibt Sorgen um den Nachwuchs, aber das haben alle Sportverbände. Ich denke, wir müssen, es ist halt schwierig, weil Funktionäre im Ehrenamt arbeiten, die halt nicht alle viel Zeit haben. Ich sehe unsere Funktion unter anderem, Funktionäre zu finden und zu motivieren, die sich die Zeit nehmen, Jugendliche herzuholen, sich mit ihnen zu beschäftigen. Und der Stocksport ist einfach ein faszinierender, toller Sport. Man muss es den Mädels und den Jungs halt sagen und sie da herziehen und vielleicht auch die Eltern mit begeistern, weil die werden es halt am Anfang auch noch brauchen, die müssen die Jugendlichen ja begleiten. Ja, wir arbeiten an allen Ecken und Enden dran, aber ich denke, es geht dem Stocksport gut. Es ist wirklich was Besonderes, wenn die Staatsmeisterschaft bei uns da stattfindet. Sportzentrum und insbesondere die Stocksportanlage der Marktgemeinde Krieglach bietet einfach optimale Voraussetzungen. Und wir freuen wirklich, dass diese hochwertige Veranstaltung da bei uns in Krieglach stattfindet, wo sich wirklich die jungen Damen da messen auf hohem Niveau. Und ich kann nur gratulieren und möchte mich auch beim ESV TuS Krieglach bedanken, Stocksport, der das ganze Rahmenprogramm, der die Organisation überhaupt. Und seitens der Gemeinde freuen wir uns immer einfach, wenn da Veranstaltungen stattfinden. Wie sieht es eigentlich mit dem Stocksport bei TuS Krieglach aus? Wir haben jetzt eine jugendliche Mannschaft bei uns in Krieglach, die in der Landesmeisterschaft spielt. Die haben jetzt auch in Steher da geblasen. Das ist einmal ein super Erfolg für uns. Eine zweite Mannschaft gibt es leider gestern den Aufstieg ins Land nicht geschafft. Sonst haben wir ein relativ toller Verein dort, wo sie immer zusammenhält. Wir machen gar extrem viele Veranstaltungen, so wie die Staatsmeisterschaft heute. Nein, es läuft eigentlich recht gut, mit der Unterstützung natürlich von der Gemeinde, von der Regina. Ja, ist optimal eigentlich da. Das Endergebnis dieser Staatsmeisterschaft U19 weiblich lautet Platz 1 Landesverband Tirol 2, zweiter Platz Landesverband Niederösterreich und dritter Platz Steiermark. Ein kleiner Vorgeschmack, was am 25. Juni 17 Uhr bei freiem Eintritt im gesamten Bereich Murinselstadion Bruck an der Mur über die Bühne gehen wird. Die Veranstaltungsverantwortlichen gaben im Rahmen einer Presseinformation die Details bekannt. Anlass dieser Veranstaltung ist das 70-Jahr-Jubiläum SC Bruck, sagt Bruno Rabel, Präsident des Vereins. Also es wird auf alle Fälle mal die Modellflugszene hier präsentiert werden. Ein Kunstflug vom Feinsten mit den besten Piloten vom österreichischen Aeroclub. Dann werden Drohnen vorgeführt werden, also Renndrohnen. Und dann natürlich auch die Mantrage, die Fliegerei. Es werden Überflüge stattfinden. Wir haben sogar Verstärkung von Red Bull hier. Die Rotorwings werden eine Überflüge machen. Und dann wird noch die Szene der Ballone sein, also die Nacht der Ballone, wo das Nationalteam hier, Ballone werden erhellt werden, die Ballone tanzen nach dem Rhythmus der Musik. Also das ist ein spezielles Event von den Ballonen auch kreiert, kann man sagen. Und die Ballonfahrer, die hierher kommen, sind vom Nationalteam und haben das trainiert, speziell für eine Nachtshow.
Und hier sind spezielle Musikstücke ausgewählt, nachdem der Ballon dann Gas einbläst und dann seine Figuren, wie soll ich sagen, im Ballon darstellt. Also das ist ein rhythmischer Tanz vom Ballonen. Eine wunderschöne Choreografie. Ich habe das schon, jetzt mache ich das schon einige Jahre und auch in Bad Tatzmannsdorf machen wir das schon 5 Jahre. Es ist eigentlich immer wieder ein spezieller Höhepunkt von der Fliegerei. Es ist das erste Mal in Bruck an der Mur, dass ein Airshow-Event dieser Größenordnung veranstaltet wird und man hofft, dass viele kommen. Alles ist bestens vorbereitet. 12 Modellflieger werden zeigen, was an Flugmanövern möglich ist. 8 Drohnenpiloten liefern sich ein Rennen. Und 5 Ballone werden beleuchtet in der Dunkelheit über die Murinsel schweben, im Rhythmus einer Musik. Es ist ein Fest für die ganze Familie, ist man überzeugt. Und auch MEMA TV wird über diesen Event ausführlich berichten. Wir sind heute bei einer ganz interessanten Vernissage von einem sehr interessanten Kindberg, und zwar von Michi Freisler. Und wir werden den Michi Freisler jetzt fragen, wie er zu seinen Bildern gekommen ist, was er so macht, was ihn so bewegt hat, diese Ausstellung hier in der Galerie K durchzuführen. Naja, es war eigentlich sehr interessant, so wie du schon erwähnt hast. Ich war über 35 Jahre Mitglied der Mürztaler. Und es war, glaube ich, im Jahr 2005. Wir sind so oft in die Schweiz gefahren und mir war so langweilig im Auto. Und dann habe ich mir gedacht, ich probiere es einmal mit Malen. Und das habe ich dann 2005 begonnen, hat sich irgendwie selber verwirklicht, ist immer mehr geworden, immer schöner geworden. Und momentan ist es ein tolles Hobby von mir. Michi, die wievielte Ausstellung ist das bereits? Ich weiß jetzt nicht auswendig, aber ich glaube mittlerweile die 5. Ausstellung. Wir sind schon durchgegangen und haben die Bilder besichtigt oder betrachtet, sehr begeistert davon, aber sehr farbenprächtig. Mit welcher Technik malst du? Also ich bin einer, der sehr gerne experimentiert, hauptsächlich mal mit Acrylfarben, aber ich versuche immer wieder neue Ideen zu probieren, zu verwirklichen. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht, aber ich nutze zum Beispiel auch Fehler aus, die sie im Endeffekt als positiv ausstellen und verwende die dann wieder weiter. Also ich mag es einfach so, wie es mir Spaß macht. Herr Bürgermeister, Sie haben bereits einen Rundgang durch die Galerie gemacht, die Bilder betrachtet. Wie gefällt das Ihnen? Ja, ich kenne die Bilder schon länger, aber es sind einige neue dabei. Und ich muss sagen, seine Farbenkraft, seine Aussagekraft ist etwas ganz Wesentliches. Und auch, dass es fröhliche Bilder sind. Außerdem sind es ja auch Ikonen aus meiner Zeit, von Jimi Hendrix über Elvis Presley und so weiter. Also es gefällt mir einfach sehr gut. Und diese Lebensfreude, die Freisler Michael mit seinen Bildern ausstrahlt, die wünsche ich Ihnen auch. Am vergangenen Samstag fand in St. Barbara, genauer gesagt auf der Brunnalm, das erste Almopener statt. Niemand geringerer als Fred Jaklitsch mit den Sehern waren zu Gast und hatten natürlich alle Hits aus den über 20 Jahren mit ihm im Gepäck. Warum warten und worauf? Heidi
Wir haben Gäste aus Wien sogar heute auf der Brunnenalm. Herr Ronek, was hat Sie hierher geführt? Als ehemaliger Kindberger habe ich die Feisch und vor allem die Seher sehr angezogen. Und ich muss sagen, ich freue mich auf das Konzert. Ja, und ich hoffe, wir haben recht eine Gaudi. Und ich bin froh, wieder einmal in der Steiermark zu sein. Hurra! Hallo, du bist heute beim Seher-Konzert. Feierst du heute den 18. Geburtstag? Ja. Wie ist dein Name? Selina. Und was machst du so? Ich bin Friseurin, habe vor 14 Tagen mein LAB abgeschlossen, bin jetzt ausgelernte Friseurin und Stylistin und heute feiere ich meinen 18. Geburtstag. Bist du's, bin ich wach oder traurig? Bist du's, nach so langer Zeit? Heute ist ein Konzert auf der Brunnenalm. Von wo seid ihr? Von Kapfenberg. Was war der Grund, dass ihr aufgekommen seid? Unsere Bekannten. Ich kenne die sehr nicht. Ich bin aus St. Barbara. Führt sie da herauf? Was gibt es heute hier? Herum gibt es da heute das Seher Open Air und die Seher sind Wahnsinnsgruppen, das weiß man ja, sind ja überall bekannt und da kann man sich jetzt natürlich als St. Barbarianer nicht ergehen lassen, wenn sie schon da sind, dass man herkommt. Vom Wetter her haben wir eine Riesenglückheit. Oh ja, das ist riesenwahr. Das Wetter passt optimal. Ist das große Seher-Fan? Na ja, geht so. Na sicher. Aber was hat es denn hier? Turnau. Von Turnau, immer Berg extra rumgekommen. Ja, sicher. Zuhause noch dazu. Zuhause haben wir gewandert, seid ihr vorher vorangegangen. Ja, genau. Und wie gefällt es euch da? Sehr gut. Heute ganz prominenter Besuch auf der Brunnenalm Feitsch. Die Seher. Und jetzt haben wir einen Posterseher vor dem Mikrofon. Wie gefällt es dir da? Das ist mir jetzt extrem zuwider, weil ich bin kein Boss und ich bin auch kein Chef. Ich bin gerade der Oberseher und was auch nur deswegen ist, weil ich 1,95 Meter bin. Also reines Schicksal. Mir gefällt es total gut, weil das eine ganz spezielle Location ist. Also es gibt wenig Platz in Österreich, wo man so hoch herum Musik machen kann. Extrem. Also mir erinnert es viel an daheim, das tut mir mal schon gut. Und dann habe ich gesehen, dass jede Menge liebe Leute da sind. Also einem besonderen Abend steht nichts im Wege. Ja, wir sind auf 1060 Meter. Also deine Größe und die Höhe von der Feitsch sprechen natürlich dafür, dass wir heute ein ganz tolles Programm hören werden. Wir werden uns bemühen. Es ist ja so, dass wir typisch seherische Mischung haben. Das heißt, die Art von Musik, was wir machen, gibt es eigentlich sonst nirgends. Und wir mischen da wirklich, wenn man das hier kennt, weiß man jetzt von Rock'n'Roll bis zur Ballade, von Rap bis zum Jodler. Und das werden wir heute genauso auf der Brunnenalm präsentieren und in der Hoffnung, dass es gefällt. Dann sage ich danke und wünsche alles Gute für den Auftritt. Ja, danke. Wie gesagt, die Freude ist groß und jetzt erst recht. Es geht, es geht. Herr Bürgermeister, heute ganz ein festlicher Anlass auf der Brunnenalm. Wie geht's dir dabei? Ja, einfach ein Traum, wenn man die Seher bei uns am ersten Brunnenalm Open Air am Berg hat und damit eine Open Air Serie starten kann, dass man auch die Brunnenalm ein bisschen in die Konzert-Area aufheben kann. Ist es natürlich wunderschön für die Gemeinde und wenn 1800 zahlende Gäste da sind, ist das noch besser und bei einem
traumhaften Wetter, was immer mehr. Herr Bürgermeister, die ganze Location ist ganz was Besonderes. Nicht nur die Kulisse der Hohen Veitsch im Hintergrund, was man dann von der Bühne aus sehen kann, aber auch die ganze Zufahrt und so weiter. Wie hat das funktioniert? Also logistisch war es kein leichter Aufwand, weil hier oben auf der Brunnalm haben wir ja keinen Parkplatz, vor allem jetzt für so viele Leute. Wir haben im ganzen Ort unten Parkplätze ausgewiesen, die Feuerwehr hat alle eingewiesen. Gott sei Dank da auch Dank an die Feuerwehrkameraden, dass die immer da sind, wenn man es braucht. Und dann sind 10 50er Busse auf und ab gefahren, von 15 Uhr weg, dass wir die ganzen Leute aufbringen. Und nach dem Konzert fahren die 10 Busse auch wieder 1,5 bis 2 Stunden auf und ab, dass wir die Leute wieder sicher runterbringen. Und bis jetzt hat es tatenlos funktioniert. Als aus dem lauen Sommerlüftal ein kühler Abend wurde, waren es die Seher, die dem Publikum nochmal so richtig einheizten und ein Finale der Sonderklasse hinlegten. Bist wie ein Ritt, ist vom Berg überrinnt, wie ein Ritt, auf ein Ross wie mit Wind, wie ein Ritt, so frisch und so klar, und davon ist nichts mehr, wie es vorher war. Ja, Martin und Robert, wo fahren wir heute hin? Ja, ich würde sagen, wir machen die K1 zum Achnerbauer auf. Ist eine schöne Tour und das alles, also ich würde sagen K1 zum Achnerbauer. Dann schauen wir mal mit den neuen Karten und schauen wir, ob alles betäfelt ist auch, nicht? Ja, das passt mir ganz gut, weil mir dann gesagt, ein Tafium hängt nicht ganz richtig, das hätten wir noch einen kleinen Sinn repariert. Super. Super, dann gehen wir es auch zum Achnerbauer auf. Wir sind heute mit dem Bürgermeister Christian Sander von Kindberg unterwegs und schauen uns die neue Mountainbike-Strecke an. Es sind noch einige Tafeln zu montieren und Näheres über die Mountainbike-Strecke wird uns der Herr Bürgermeister jetzt erzählen. Ja, heute sind wir unterwegs bei der neuen Mountainbike-Strecke und wir haben auch eine neue Karte für Kindberg, die die Wanderwege, die Mountainbike-Strecken und die Laufstrecken gut und neu beschreibt. Mit dabei ist der Sportreferent Martin Salchenecker und für die Zukunftswerkstätte und für die Wege verantwortlich der Holzer Robert. Ja, wir haben in Kindberg 28 beschilderte Strecken, das sind 280 Kilometer und insgesamt haben wir 680 Tafeln. Und natürlich ist es so, dass da die eine oder andere hier und da fehlt und wir schauen uns das an und die werden wieder neu montiert, damit Sie sich in Kindberg wohlfühlen, wandern, laufen und Radfahren können. Robert, Herzwärtsweg rund um Kindberg, wo befinden wir uns jetzt? Ja, wir befinden uns jetzt im Ortsteil Allerheiligen, neben Sauerbrunn und da führt unser Herzwärtsweg vorbei auch.
Genauso wie durch Kindberg und durch Metzhofen, durch alle drei Ortsteile, wo er durchführt. Und wie viele Tafeln sind immer wieder zum Besichtigen oder neu zu montieren? Ja, besichtigen, dann wir gehen den Weg zweimal im Jahr durch und zu erneuern, so zwischen 20 und 30 sind circa zu erneuern durch Vandalismus oder durch Sturmschaden oder andere Sachen, was beschädigt worden sein. Wie gesagt, zwischen 20 und 30 Tafeln, was wir erneuern müssen. Danke, Robert. Danke auch. Herr Thomas Fimmel, heute mit der Familie unterwegs plus einem Leihkind am Herzwärtsweg in Allerheiligen. Wie oft geht es da? Einmal in der Woche circa. Schauen wir, was wir unterwegs sind. Dann suchen wir uns immer ein Stück aus. Einmal gehen wir in Kindberg, einmal in Allerheiligen, mit Zofen. Und immer mit der ganzen Familie? Ja, einmal nehmen wir Freund mit von dem Buben oder von dem. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wer die Kinder sind. Wie heißen die? Den Matthias, den Max und den Moritz. Ja, Max und Moritz ist eine aufgeregte Sache. Aber ja, die Karte müssen Sie mir auch vorstellen. Dieser Bring nach dem Essen, ja. Und Sie sind auch fest unterwegs immer? Natürlich. Immer mit Familie oder ab und zu allein? Ab und zu allein, aber meistens mit der Familie. Allerheiliger Lauftreff. Die Frau Reschaunig ist da die Chefin und die wird uns jetzt sagen, wie oft dass ihr lauft da. Ich bin die Monika Reschaunig. Wir laufen jeden Montag um 17 Uhr. Wir haben zwei unterschiedliche Treffpunkte. In der ungeraden Woche treffen wir uns beim Kindergarten in Allerheiligen und in der geraden Woche beim Sportzentrum in Kindberg-Dörfel. Wie viele Damen seid ihr da immer? Das variiert ganz stark. Mindestens 10, 15 sind immer da. Bis zu 30, 35, wenn das Frauenlauftraining für Wien da ist, dann sind wirklich viele immer. Aus dem ganzen Bezirk. Shopping City Sayersberg, wo Vielfalt zu Hause ist.
Bibi Blocksberg kommt mit ihrem neuen Programm Alles wie verhext nach Kindberg am Mittwoch, 29. Juni 2022 mit Beginn um 16.30 Uhr in die Sporthalle Kindberg. Ein hexischer Spaß für die ganze Familie. Vorverkaufskarten gibt es in allen Reiker-Filialen, Tourismusbüro Kindberg und allen Ö-Ticketstellen. Infos und Kartenbestellungen im Internet unter www.media-con.at.
das Feuer, das hell in mir brennt. Du bist der Mensch, der mich am besten kennt. Bist mein Hafer. Sun.